Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beholder. In der letzten Folge haben wir uns über den Herrn Schimmer schlau gemacht und mit ein paar Nachbarn haben wir da gesprochen. Und jetzt sollen wir einen Bericht schreiben. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen Dinger merken kann, aber muss ich ja auch eigentlich wahrscheinlich nicht so wirklich. So, dann machen wir das doch jetzt hier mit dem Bericht. Das kriege ich hin. Haben wir schon mal gemacht mit dem Jakob Manischek, der ja nicht mehr da ist. Ach, was haben wir denn hier Neues? Mark Ranek. Was war das nochmal? Ach, dass er gerne angelt. So, jetzt haben wir den Klaus Schimmer. Wobei Bericht ja nicht eigentlich ein Profil erstellen. Klaus Schimmer, Apartment Nummer 1 müsste das sein. Ja. Apartment 1, männlich, Familienstand. Der wohnt nicht alleine, sondern wohnt mit Maria Schimmer. Beruf ist Tabakverkäufer. Persönliche Informationen. 250 hat das jetzt mit der Kamera. 550. 900. Boah, kriegen wir das Geld ja doch recht schnell rein. Senden. Rufen Sie das Ministerium an und berichten Sie von dem Abschluss der Aufgabe. Na gut. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichten, Ministerium. Ministerium für Ordnung. Zeit zu handeln, Kamerad Karl. Sie müssen Klaus Schimmer zwangsräumen. Was? Warum? Ach du Scheiße. Boah, Leute, das kann nicht wahr sein. Über Schimmers Frau nachfragen erstmal. Was wird mit seiner Frau passieren? Sie ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Das kann nicht wahr sein. Über Schimmers Frau nachfragen, über Zwangsräumungsmethoden nachfragen. Wie kann ich Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer. Für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Das ist Ihre Pflicht, Kamerad Karl. Okay. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was er denn macht, falls er was macht. Finden Sie eine Möglichkeit für die Zwangsräumung von Klaus Schimmer aus Apartment 1? Ich verstehe. Wir sprechen uns später. Na gut, wenn der Typ hier mal wieder da wäre, wäre es toll. Ich glaube, ich werde mir eine fette Kamera kaufen. Mittelgroßer Sichtbereich, Videoaufzeichnung verfügbar. Großer Sichtbereich, Videoaufzeichnung verfügbar. Repariert. Reparaturset für Haushaltsgeräte. Was und warum brauche ich denn das? Reparaturset für Möbel. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche. Und da will jemand was von mir. Meine Frau. Was, Karl? Schokosüßigkeiten. Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, Karl. Sie sind sehr nett. Mir wurde gesagt, dass gelegentlich ein Mann mit einem Zylinder in der Nähe des Hauses herumspaziert. Du kannst einige Dinge von ihm kaufen. Welche Dinge? Antiquitäten? Hast du nicht genug Sachen? Hör mir erst zu. Du hörst nie zu, was ich dir sage. Dreh nicht gleich durch. Ich wollte dich nicht verletzen. Du bist der Meister der schlechten Laune. Manchmal glaube ich, ich lebe mit einem... Was hast du über den Händler gesagt? Man sagt, er verkauft neue Haushaltswaren. Die alte Frau im zweiten Stockwerk zeigte mir die parfümierte Seife, die sie von ihrem, von ihm letzten Monat gekauft hat. Im Moment nicht, aber es gibt auch andere nützliche Sachen. Brauchst du die Seife? Wir haben eine ganze Kiste voller Teer. Teer? Die ich mit unseren Rationskarten gekauft habe. Karl, du bist unerträglich. Du hast einen Strick um den Hals verdient. Geh, lern ihn kennen und kaufe Süßigkeiten für Martha. Die arme Kleine hat schon seit Monaten kein Bonbon mehr gesehen. Bonbons sind keine große Sache. Ich besorge welche. Tief durchatmen. Okay. Soll ich eigentlich hier auch mal Kameras installieren oder passiert hier sowieso nichts? Da kommt der eh schon. Der ist... Ach, vielleicht mache ich das danach. Und vielleicht kann ich ja bei dem auch was verkaufen. Das wäre natürlich super.
Das wäre echt optimal, weil ich ja noch die Bücher doppelt habe. Genau, Schokosüßigkeiten. Meine Komplimente handeln. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um? Ah, verkaufen für 750. Immerhin. Da habe ich zwar echt, naja. So, ein Bonbon kaufe ich. Schokoladensüßigkeit. Die meisten Süßigkeiten werden mit Puderzucker bestreut, wodurch sie zusammenkleben. Diese hier ist in eine helle Verpackung gehüllt. Und hier ist Aspirin. Also Seife gibt es hier so wie. Oh, da kann man noch runterscrollen. Was gibt's hier? Whisky. Buch. Das hatten wir schon, haben wir uns schon angeschaut. Na gut, aber was ist denn hier die ganze Zeit? Soll ich einfach mal in die Tür gehen oder so? Oder ist na gut, Fernsehen darf er ja wohl. Soll ich klopfen, weil er so ein Ausrufezeichen da hat, oder? Ich bin, glaube ich, erstmal. Oh. Ich gehe jetzt raus. Das sieht gut aus. Hallo. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe, Leute. Fragen, was er braucht. Sagen Sie es mir gerade heraus, Karl. Wurden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Scheiße. Ich kann entweder vom Auftrag des Ministeriums erzählen oder mit der Zwangsräumung drohen. Der Typ ist mir halt voll sympathisch, gell? Ich drohen will ich ihm auf gar keinen Fall. Entweder ich beende die Konversation oder ich erzähle ihm das. Sie müssen vorsichtiger sein, Kamerad Klaus. Ich komme gleich zum Punkt. Ich habe den Auftrag erhalten, sie sofort aus dem Gebäude zu entfernen. Was? Die wollten mich aus dem Haus vertreiben? Das ist undenkbar. Wenn ich nur könnte, würde ich dieses schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen haben. Meine Probleme sollten Sie nicht plagen. Danke für die Warnung. Was werden Sie tun? Hilfe! Verdammt! Hilfe anbieten. Ich möchte Ihnen helfen. Warum verlassen Sie nicht die Stadt? Das ist verdächtig, Karl. Warum sollten Sie sich um mich kümmern? Auf ein Gespräch bestehen? Ich frage nicht aus Neugier, sondern um Ihnen zu helfen. Ich werde gesucht, schwer zu glauben, dass jemand sich für meine Probleme interessiert. Ich wurde zum Tabakladen geschickt, zu diesem kleinen Holzstand im schlimmsten Viertel, nahe dem Fischmarkt. Ich habe mir ein Anwesenheitszertifikat, Sie haben mir mein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Ohne das sitze ich hier fest, verstehen Sie? Was ist ein Abwesenheitszertifikat? Sie sollten solche Dinge wissen, Karl. Das ist ein Dokument, das Sie für den Eintritt in die strategischen Einrichtungen oder zum Verlassen der Stadt benötigen. Bahnhöfe, Häfen und Straßen mit Kontrollpunkten sind für mich geschlossen. Warum nehmen Sie es nicht? Wie? Sie würde mir nicht glauben. Ich habe eine Antwort vom Ministerium erhalten. Die Dokumente sind an das Archiv für Datenaktualisierung gesendet worden. Sie sagten, ich kann sie dort erhalten. Ich war in den Archiven. Sie sagten, es gebe keine Dokumente mehr. Ich habe eine Woche angestanden, um einen Inspektor zu sprechen und einen Auffindungsantrag einzureichen. 2 Monate später wurde mir mitgeteilt, ich hätte das falsche Formular für den Antrag verwendet. Das, was ich benötige, war vergriffen. Verdammt. Boah. Ja, alles klar. Sie meinen, die Dokumente sind in den Archiven verloren gegangen? Ja, die Dokumente sind im Archiv. Sie sagten, es ist eine Masche, um Besucher zu Weißglut zu bringen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder nicht. Das Verteidigungsministerium hat saubere Hände. Wir könnten nichts gegen die Archive tun. Puh. Mal sehen, was ich wegen Ihres Abwesenheitszertifikats tun kann. Ja, mal sehen. Oh Mann, was mache ich da nur, Leute? Was mache ich nur? Klaus Schimmer hat mich gebeten, ihm sein Abwesenheitszertifikat aus dem Archiv zu besorgen. Was will er jetzt noch? Was? Ihre Konserven sind scheiße. Alle Gäste des Speisesaals, in dem meine Frau arbeitet, haben davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Oh shit. Sie tragen Beweismaterial zusammen. Sie könnte ihretwegen im Gefängnis landen.
Stinkefinger zeigen. den Bootsmann beschuldigen. Die Sache totschweigen. Und nochmal die Sache totschweigen. Für entweder für Geld oder für Rufpunkte. Ja, ich meine, ich werde ihn beschuldigen. Der hat mir das auch gegeben. Der hat gesagt, die Qualität ist super. Ich war das nicht. Der Bootsmann hat sie mir gegeben. Machen Sie das mit ihm aus. Sie Arschloch. Die Konserven müssen gestohlen worden sein. Ihr Seepferdchen wird seine gerechte Strafe bekommen. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Okay. Oh nee, jetzt ist er traurig. Jetzt hasst er mich wahrscheinlich. Ich muss mal kurz da lesen. Lebensmittelvergiftung. Gestern, gestern ereignete sich ein gastronomischer Unfall im Kohlebergwerk Nummer 29. Nach dem Mittagessen erlitt eine ganze Schichtbesetzung eine Lebensmittelvergiftung. Der genaue Grund ist bisher nicht bekannt, aber alle von ihnen hatten Fischsuppe gegessen. Die Ermittler haben herausgefunden, dass Rosa Rannick, oh Gott, mit Name und alles, Rosa Rannick, die Köchin, für die Zubereitung und Verteilung der Suppe verantwortlich war. Sie wird derzeit verhört. Der eiserne Wille der Arbeiter darf auch nicht unerwähnt bleiben. Trotz schlimmer Schmerzen und starkem Fieber gingen sie zurück an die Arbeit, denn sie wussten, wie sehr sie der Staat in diesen Kriegszeiten braucht. Da ist sie doch. Schönen Nachmittag. Nach den Konserven fragen. Wie ist die Sache mit den Konserven ausgegangen? Sie hatten damit hinterm Berg gehalten. Es war mehr als Konserven. Der Hering war auch schlecht. Leute, keine Ahnung. Der Aufseher war verantwortlich für den Hering. Sie wurden ins Gefängnis geschickt. Okay. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendein Problem haben. So, ich will jetzt aber hier mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie ich da irgendwo in ein Archiv komme. Ich will halt schauen, was der hier in der Bude hat. Oh, da habe ich jetzt ganz schön viele Feuermelder. Salz. Mal grad sehen, ob er nach Hause kommt. Pullover, Tabak, ausländisches Salz. Gibt's da irgendwas? Nee. Das darf er wohl alles haben. Armbanduhr, Wein, Rasierklinge, Buch, Brief. Moment mal ganz kurz. Oh nee. Nee, ich dachte, da steht vielleicht irgendwas Wichtiges. Schaffe ich das noch? Vielleicht geht der. Ah, der will nach Hause. Der will nach Hause. Schallplatte, ausländische Musik. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Upsi. So. Was machen wir jetzt? Schokoladensüßigkeit. Das mache ich mal kurz. Was will er? Dieser verdammte alte Mann hat mich angegriffen. Sie haben diesen Zirkus begonnen. Sie haben mich um mein Geld betrogen und es diesem alten Mann gegeben. Ich werde ihnen eine Lehre erteilen. Niemand macht sowas mit Jones Papanedo, Arschloch. Oh! Nein! Lauf doch! Oh! Meine Fresse, was? Leute, was? Ja, wie neue Anordnung von der Regierung erhalten. Errungenschaft freigeschaltet, deswegen weil ich schwarz bin. Am Tag von Karls Beerdigung regnete es. Als sein billiger Kiefernholzsarg mit steiniger Erde bedeckt wurde, schob sich die trübe Herbstsonne hinter dem Teppich aus grauen Wolken hervor. Irgendeine Taste zum Fortfahren drücken. Leute, man kann in dem Spiel sterben? Das wusste ich nicht. Ein dünner Nebel legte sich über den Friedhof. Niemandem aus Karl Steins Familie vergönnte es das Schicksal, bis zum Ende des Jahres am Leben zu bleiben.
Alter? Okay, ich drücke jetzt mal auf Spiel fortsetzen. Ich habe jetzt dummerweise nicht die Zeit gestoppt. Habe ich vergessen. Muss ich jetzt aber so voll nach Gefühl machen. Spiel fortsetzen. Was passiert dann? Wo bin ich dann? Also lasst uns erstmal gucken, wo wir dann sind. Wenn ich sonst wo bin, dann versuche ich so weit zu spielen, wie ihr das kennt. Und dann verkacke ich es mir nicht mit ihm. Das ist ja krass, du. Ach. Besorgen Sie die Papiere aus dem Archiv. Okay. Das müssen wir also anders machen, auf jeden Fall. Was gibt's denn für Anordnungen? Ich guck mal, ob der irgendwas dann hat, was nicht so geil ist. Das habe ich ja schon erledigt. Schokolade habe ich auch. So, der Typ ist halt jetzt weggegangen. Ich glaube, das lohnt sich bei dem echt mehr Kameras zu installieren. Dann soll ich die nicht verpfeifen, ne? Dann soll ich den echt nicht verpfeifen. Ich versuche mal so eine große Kamera. Ich will es einfach mal wissen. Und ich mache die vielleicht hier hin. Ich mach die mal weg und versuche die hier. Vielleicht deckt die eh den ganzen Bereich ab. Weil es wird noch wirklich für einen großen Bereich sah das jetzt für mich nicht aus. Also nicht viel größer als das. Und das ist jetzt eine ganz kleine eigentlich. Naja, geht. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir. Ja, wenn man jetzt was anderes findet. Da ist nichts dabei. Beziehungsweise, ich hätte vielleicht mal draufklicken sollen auf die ganzen Sachen. Ob da irgendwas ist. Ob da irgendwas rot ist, textmäßig. Was ich mal in meinem Berichtsheft da schreiben kann. Okay. Der war tanzen oder so. Das ist auch nicht illegal. Oh, oh, was macht der da? Shit, okay. Ist da irgendwas illegal? Nee, auch nicht. Jetzt muss ich weg. Hat der da irgendwas mit der Pflanze gemacht? Lass mich mal kurz das lesen. Lebensmittelvergiftung, das war das, genau. Und er will auch jetzt was. Also der macht sich jetzt... Ah, genau, er fragt jetzt wegen ihm hier nach. Genau, die Konserven sind scheiße, bla bla. Und jetzt muss ich was anderes machen. Was soll ich machen? Die Sache totschweigen? Für Geld. Ich mach das so. Marc, lassen wir das. Ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Was kann man von einem Bürohengst schon erwarten? Ich weiß, dass sie Familie haben. War das jetzt irgendwie eine Drohung oder so? Weiß ich nicht. Und was haben wir jetzt über ihn gesammelt? Raucht Pfeife. Na gut. Ja, das darf nicht sein. Das ist echt gefährlich. Also, ich meine, der hat mich umgebracht. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um. Wieso ist das nicht illegal? Warum ist das nicht eine Anordnung? Vom Ministerium. Also, dass das, dass man keine Waffen haben darf. Äpfel darf man nicht haben, aber Waffen schon, ne? Das ist halt schon irgendwie ein bisschen... Neue Anordnung erhalten. Importiertes Mineralwasser ist verboten. Was, Karl? Über die Bonbonsfirma sprechen. Womit bist du jetzt wieder unzufrieden? Ich habe dich nur gebeten, etwas Schokolade für unsere Kleine zu kaufen. Ich habe nicht noch einmal nach einem Stück parfümierter Seife für mich gebeten. Ich habe Bonbons gekauft, aber es gab keine Seife. Karl, du hast Bonbons gekauft, danke! Ich bin in letzter Zeit furchtbar besorgt. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich diese Bullen bereits den vorherigen Gebäudehausmeister abführen sehen. Der Gedanke daran, dass du an diesem Ort bist, bricht mir das Herz. Anna, lösche diese Gedanken aus deinem Gedächtnis. Ja, leichter gesagt als getan. Ich komme schon klar.
Sie machen keine Scherze, oder? Ich werde die Arbeit gut machen. Ja. Die Übersetzung ist stellenweise nicht so geil. Was, wenn der vorherige Hausmeister nicht so gedacht hat? Naja, Zeit zur Arbeit zurückzukehren. Da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Was, Karl? Erfahren, was passiert ist? Was ist passiert? Martha ist krank, Karl, und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig Schlangen gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden, den Aspirin. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein, nein, das ist nur Fieber. Mir gefällt aber nicht, wie sie sich fühlt. Ja, das kriegen wir hin. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Finden Sie eine Möglichkeit der Zwangsräumung? Aber das verstehe ich nicht, weil ich meine, wo sind da irgendwelche Archive? Muss ich da mit dem einen reden und mal fragen? Wer war denn das nochmal? Hier der, oder? Angestellte des Archivs. Vielleicht kann ich sie mal fragen. Schönen Nachmittag! Nach den Konserven fragen. So, das haben wir schon gelesen. Nach dem Aspirin fragen. Wissen Sie, wo ich Aspirin kaufen kann, Rose? Rosa eigentlich. Na, ich weiß nicht, mein Lieber. Das hat man mir im Krankenhaus gegeben. Haben Sie Aspirin? Können Sie mir die Tabletten geben? Warum steht auf einmal Rose? Ich dachte, die heißt doch Rosa, Ronnek. Naja. Sie können im Gegenzug auch alles von mir haben. Meine Tochter ist krank. Was wollen Sie? Das Wetter ist schrecklich. Dann bringen Sie mir eine Strickjacke. Die Strickjacke suchen und das Gespräch später fortsetzen. Ich hoffe, dass mein Mann die Pillen nicht einnimmt, bevor sie wiederkommen. Ja, das hoffe ich auch. Aber die Strickjacke, die muss ich ja auch kaufen. Ich gucke einfach mal, was günstiger ist. So machen wir das. So, der wird jetzt wahrscheinlich nach unten gehen. Dann warte ich das mal ab. Oder ist jetzt einfach, oder ist er ganz nach unten gegangen? Ja. Vielleicht kann er mir ja mit diesen Archivdingern helfen. Was möchten Sie vom Archivar? Über die Hilfe für Schimmer sprechen. Arbeiten Sie im Archiv, alter Mann. Was heißt das für Sie? Das wissen Sie sogar ohne mich. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf ehrliche Art und Weise bekommt man kein Dokument vom Archiv. Von wem sprechen Sie? Die Dokumente von guten Menschen werden nicht ins Archiv gebracht. Binden Sie mir keinen Bären auf. Die wahre Geschichte von Klaus Schimmer erzählen. Übernehmen Sie hier sprechen. Die wahre Geschichte erzählen. Ich spreche über Schimmer aus Apartment 1. Er ist beim Staat in Ungnade gefallen. Sie haben ihm sein Abwesenheitszertifikat weggenommen und er sitzt hier fest. Ich mag ihn nicht. Er arbeitet in einem Tabakladen, aber er gibt mir nie gratis Tabak. Er benimmt sich so und ist unhöflich, weil er Angst hat. Helfen Sie mir, bringen Sie mir sein Abwesenheitszertifikat. Sie können ohne nicht leben, verstehen Sie? Oder er kann ohne das Zertifikat nicht leben. Abgemacht, aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Ich werde es nicht schaffen, Zugriff auf konfiszierte Dokumente zu bekommen. Oh, Herrgott. Es ging ja schneller, als ich dachte, dass ich hier das Ministerium so bescheiße. Ich weiß auch nicht, ob ich schon die Wohnungen renovieren möchte. Hatte ich hier was versteckt? Nee, der stand einfach nur zufällig. Jetzt kommt er vielleicht raus. Nee, da macht er irgendwas. Ah, ich klopfe einfach mal. Und redet mit ihm. Wo ist mein Geld für die Konserven? Kommen Sie doch, ich hau Sie um. Ihre Konserven waren abgelaufen. Eine alte Dame wurde angezeigt, weil sie die Gäste des Speisesaals vergiftet haben. So, ich werde wieder sterben. Quatsch, die waren 2 oder 3 Jahre im Laderaum. Und wenn es 10 Jahre gewesen wären, die können nicht verderben. Geben Sie mir das Geld. Stinkefinger zeigen. Die Sache totschweigen. Aus eigener Tasche bezahlen. Ja, wir haben nicht so viel Geld. Anbieten, Geld zu verdienen. Versuchen wir es mal. Ich werde einen Weg finden, Ihnen das Geld wiederzugeben.
Ich werde später zurückkommen und dann diskutieren wir dieses Problem weiter. Okay, je mehr, desto besser. Puh. Das ist auch nicht so schlau, aber wir hätten das einfach nicht machen sollen. Ich hätte dem Typen nicht trauen sollen. So, was haben wir denn noch jetzt alles? Martha ist krank. Papiere bitte. Ah, da kommt er. Was macht er denn? So, dann schaue ich mal, wie viel Aspirin kostet, wie viel der Pullover kostet. Handeln. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Pullover kostet 255 und Aspirin kostet mehr, also kaufe ich definitiv die Strickjacke. Und ich glaube, Leute, dass die Folge jetzt echt, dass die Folge jetzt lang genug ist. Ich bin mir nicht sicher, weil ich dummerweise die Zeit vergessen habe zu stoppen. Aber ich denke, das müsste passen, Leute. Ich hoffe, wir sterben in der nächsten Folge nicht. Das wäre echt doof, Mann. Aber ja, so fies klang er jetzt nicht. Ich versuche es, also ich versuche, dass der einfach hier rauskommt, der Depp. Dass wir den nicht einfach irgendwie schaffen, rauszuschmeißen, sozusagen. Und dann müssen wir ihm die Kohle nicht geben. Oder wir bestehlen ihn. Also ich klaue den Whisky aus seiner Bude oder so. Der wird ja nicht wissen, dass ich das war. Weil der Typ ist ja eh voll fies. mal sehen, Leute. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge Beholder. Tschüss.